Dann darf ich euch begrüßen zur Pressekonferenz vor unserem ersten Auswärtsspiel am Samstag beim Karlsruher SC. Anstoß 13 Uhr im Wildparkstadion. Ein paar Zahlen für euch. Wir haben 400 Tickets hier in Bochum abgesetzt für die Gästekurve. Es sind also noch reichlich Karten da an den Tageskassen. Zwei weitere Zahlen. Für das Pokalspiel bei Astoria Waldorf sind aktuell 800 Karten abgesetzt. Für das Heimspiel gegen Hannover 96 bisher 8500 Karten. Bei mir ist Cheftrainer Gert-Jan Verbeek. Wenn es Fragen gibt, wird euch das Mikro reingereicht. Wer möchte starten? Michael Eckert. Herr Verbeek, vielleicht können Sie für uns noch mal einordnen. Es war ja ein gelungener Saisonstart mit dem 2:1. Wie Sie das so nachträglich auch noch in der Analyse empfunden haben, was gut gelaufen ist, woran noch gearbeitet wird und so weiter. Ich habe es schon nach dem Vorbereitung vor dem Spiel gegen Union Berlin gesagt. Die Vorbereitung ist jetzt vorbei, aber die Vorbereitung, um die Mannschaft weiterhin zu entwickeln, ist nicht vorbei. Das hat noch gerade an Anfang genommen. Man sieht auch die Laufleistung, war es im Schnitt letztes Jahr 117, haben wir jetzt nur 110 gelaufen. Also das gibt nur mehr, wenn man auch mehr Spieler macht. Ja? Dann kann man doch sehen, dass Trainingskondition schon etwas anderes ist als ein Spiel, Ligakondition, wenn man im Liga spielt. Ja? Darum haben verletzte Spieler auch immer längere Zeit nötig. Ja? Die denken immer, ich bin 2 Wochen wieder fit, dann kann ich wieder mitmachen. Aber wenn die 4, 5 Wochen ausfallen, dann ist das schon ein Riesenunterschied. Und so wird es auch im taktischen Bereich sein. Ja, das hat jetzt angefangen. Einiges haben wir gut gemacht und einiges können wir auch noch verbessern. Und es war genug, um den Sieg zu holen gegen Berlin. Ja, aber auch Karlsruhe wird gelernt haben von ihren ersten Spiel in der Liga. Und die spielen jetzt auch zu Hause. Das ist schon ein Unterschied. Philipp Rentsch macht weiter. Wird es personell so ausschauen, dass sowohl Startelf als auch 18er Kader unverändert bleiben, vorausgesetzt in den Trainingseinheiten passiert jetzt nichts Besonderes mehr vor dem Spiel? Ja, da kann. Wir haben gestern die Training gehabt. Ich habe nichts gehört von der medizinischen Staff, dass sich was geändert hat. Also da kann man davon ausgehen, dass das im Kader gleich ist. Da sind noch keine neuen Spiele dazu und so, sowieso, wenn da neue Spiele dazu kommen, die werden ja auch ihre Zeit gebrauchen, müssen sich ein bisschen von der Spielphilosophie und die Trainingsarbeit, wie wir die machen, sich zu vereinbaren und fertig zu sein vom Ligaspiel. Ralf Kuczynski. Herr Verbeek, Sie sagten, der Kader könnte, oder man kann davon ausgehen, dass der Kader gleich ist, wird auch die Startelf die gleiche sein, das heißt dieselbe? Ja, ich brauche da nicht so geheimnisvoll zu tun. Gestern habe ich trainiert 11 gegen 11 und da hat man gesehen, dass ich mit der Startelf 11 gegen 11 gespielt habe. Also wenn es nicht passiert, wird es so sein, dass wahrscheinlich dieselbe Elf auflaufen. Günther Pohl. Tom Weiland hat ja eine Manschette, der ist ja etwas gehandicapt. Haben Sie im Spiel gestern, im Trainingsspiel, gemerkt, dass er gehandicapt ist? Oder würden Sie sagen, nee, der spielt so, als ob er wirklich beschwerdefrei wäre? Ja, wenn er in seinem Leben nicht mehr gehandicapt ist wie jetzt, dann wird es ihm einfach sein im Leben. Michael Eckert nochmal. Das heißt, wenn der Kader, vorausgesetzt der Kader bleibt gleich, dann können ja die Jungen, können eigentlich die A-Jugend-Bundesliga fängt an, dann können die da mitspielen, nicht? Wenn man nicht im Kader ist, kann man spielen bei die unter 19, ja, das stimmt. Philipp Rentsch macht weiter. Ja, Sie werden sich ja das Spiel des KSC bei Arminia Bielefeld angeschaut haben. Was sind denn Ihre Erkenntnisse nach dem ersten Spiel? Einer Ihrer Spieler sagte gestern, es wird wahrscheinlich ein Spiel gegen einen sehr defensiv starken Gegner. Vermutlich fallen dann vielleicht auch weniger Tore. Wie schätzen Sie den KSC ein?
ich würde sagen, nach einem Spiel, die haben richtig gut organisiert gespielt. Da war ein Spielplan. Da werden an beiden Seiten nicht viele Chancen. Physisch sah es also auch gut aus. Ja, die haben natürlich auch eine Vorbereitung gehabt, wo die Akzenten gelegt haben. Also es geht immer um, in meiner Optik geht es immer um was bringt eine eigene Mannschaft. Und da beschäftige ich mich mit. Natürlich werden wir wissen, in welche Organisation sie spielen. Spiele sind schon was weniger wichtig. Wir wissen, einer hat eine gelb-rote Karte bekommen, also der wird nicht spielen, da wird ein anderer spielen. Ja, aber insgesamt geht es mir über meine Mannschaft. Wie weit sind wir? Was machen wir? Wie spielen wir gegen Karlsruhe mit einer Organisation, die schon kompakt ist, verteidigend gut aufgestellt und die auch Spieler haben, die vorne viel im Ball kommen, mit viel Positionswechsel, probieren die Lücken zu bekommen beim Gegner. Ja, und wir müssen sorgen, dass wir unser eigenes Spiel machen. Dann haben wir die beste Chance, um das Spiel zu gewinnen. Und da geht es um den Fußball. Guten Resultat. Gibt es weitere Fragen von eurer Seite? Sieht nicht so aus. Dann bedanken wir uns und schon mal vorab eine gute Reise nach Karlsruhe.